Conny, was ist daran? Ich habe gelesen, du sollst dem Ron eine SMS geschickt haben. Ich finde das ziemlich amüsant. Ich kann Ihnen überhaupt keine SMS geschickt haben, weil ich gestern mit dem Willi zusammen war, um meine Küche zu erneuern. Und der Typ ist einfach nur krank. Und was ihr überhaupt nicht wisst, ist, ich habe ja jedes Mal erzählt, dass, wo es zum Treffen kam mit dem Ron, dass er am Boden geschaut hat, aber dass er mir sexuelle Angebote gemacht hat, habe ich euch gar nicht erzählt, weil ich mir so dreckig vorkam. Der Typ ist wirklich eklig und es gab ja nicht nur ihn. Um die Loveparade-Gedenkstätte zu erhalten, haben mir sämtliche Männer Angebote gemacht, unter anderem Herr JR. Und wie gesagt, ich fühle mich so dreckig, weil der Typ, der soll mich einfach nur in Ruhe lassen. Und das geht nicht, was der gerade abzieht, dass man mir die Nase brechen möchte. Und das ist einfach nur witzig. Hey Leute, genauso wie Evelyn, schaut doch mal hinter den Kulissen oder schau mal hinter den Kulissen, was der Typ überhaupt macht. Er hat mich auch manipuliert. Und wenn ich das und das nicht mache, dann passiert das und das. Er hat einen Papa gefragt, ob den seine minderjährige Tochter schon mal sexuellen, und nee, ich nenne das Kind jetzt beim Namen, ob sie es schon mal gefickt hätte. Es ist nicht meine Ausdrucksweise, aber es waren so seine Worte. Der Typ ist einfach nur pervers krank. Er gehört für mich in die Klapse. Nur leider sehen das die Gerichte momentan nicht so, aber irgendwann wird er seine gerechte Strafe bekommen. Und wie genauso wie ich jetzt lesen muss, dass mir irgendjemand die Nase brechen muss. Und genauso wie damals, man soll mich mit rohen Eiern bewerfen. Und dann gab es diesen Überfall, wo man mir eine Zigarette zwischen den Brüsten ausgedrückt hat. Also so ist Ron, so ist Jürgen Ron. Und ich nenne das Kind jetzt beim Namen. Mir ist es auch scheißegal, was mir passiert. Nur der Typ muss endlich gestoppt werden, Mario. So, vollkommen recht. Ja, ich rede auch so. Langsam ist Ende, ist Schluss. Langsam? Ich bitte euch, Ganz meine Herren. schnell. Ganz schnell muss mit dem Typ enden. Na, der hat sie einfach nicht mehr alle auf den Sparren. Und die Leute, die er auf seine Seite zieht, das ist krank. Einfach nur, hey Evelyn, hör mal, ich kenne dich gar nicht. Weißt du greifst mich die ganze Zeit an und wunderst dich dann, wenn ich zurückschlage. Aber genauso wie Petra, wenn dieser Irre irgendwann mal was gegen euch hat, ich schwöre euch, ihr kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Und dann wagt euch ja nicht, mich als Zeugin zu nennen, weil das, was ich durchmachen musste und ihr habt davon gewusst, ich werde garantiert nicht als Zeugin für euch bereitstehen. Das geht ja überhaupt nicht. Ja, und Stalker, weißt du was? Jetzt kannst du wieder sagen, ich spreche mit schwerer Zunge. Nein, ich spreche mit gar keiner schweren Zunge, sondern das ist das einfach, was du mir angetan hast. Diese Lähmungserscheinungen und diese Sprachschwierigkeiten, weißt du was, Typ? Stell dich mir gegenüber. Lass uns treffen. Ich weiß genau, dass du mich an zwei Fingern verhungern lassen kannst, aber ich werde nicht aufgeben. Ich werde dir die Grenzen zeigen. Ich werde dir zeigen, wo der Hammer hängt. Du hast sogar Lafouette Opfern, Eltern gedroht. Na? Und vor allen Dingen, ich kann das alles beweisen. Hey Ron, halt einfach nur deine verdammt verlogene Klappe. Lass uns in Ruhe. Zieh dich zurück, werde mit deiner Gründal glücklich. Aber lass es einfach nur bleiben, andere Leute schlecht zu machen, in den Dreck zu ziehen, mich weiterhin sexuell zu
anzumachen. Hey Typ, ich schwöre dir, ich mach dich alle.